What's going on right now? So, also, grüß euch, hier ist der Olli und jetzt sind wir hier an der Waterfront. Wahnsinn, oder? Der Blick rüber auf die Skyline von Manhattan. Das ist der Wahnsinn. Wenn man hier unten am Wasser angekommen ist vom Holland Hotel, gute 10 Minuten und das kann man natürlich auch nachts genießen. Und da seht ihr Hudson Yards mit der Edge, der tollen Aussichtsplattform. Man sieht sogar den Central Park Tower. Dann schauen wir weiter rüber. Direkt rechter Hand dieses Lichtpostens. Da habt ihr das von Vanderbilt und das Empire State Building und natürlich das Chrysler Gebäude. Links davon, das so spitz zuläuft mit einer Antenne, die Bank of America. Davor ein schwarzes Gebäude, das bei der Heart Rate Zone 0.6. Das Gebäude mit der Antenne, das ist die Bank of America. Links davon das Gebäude, das direkt bei im Madison Square Garden und dann sieht man sogar links von dem schwarzen Kasten jetzt direkt in der Mitte vom Bildschirm den Ball am Times Square, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Dann schwingen wir rüber, da wird die Stadt ein bisschen flach und dann kommen wir runter Richtung Financial District. Hier ist der Tunnel Tower, die Belüftungsanlage von dem Holland Tunnel. Dann haben wir da drüben noch einen gigantischen Blick auf den Financial District. So, ich mache jetzt los, hier am Park entlang, am Leuchtturm vorbei, zu der Pass Train rüber nach Manhattan. Macht's gut, ciao!